Und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist Physia dran und ich schaue mit einem kleinen, was auch schon wieder länger her ist, ein kleines Infovideo. Und zwar passend zum Ende des Jahres. 2020 geht nun vorbei, 2021 steht vor der Tür. Und da dachte ich mir, es ist viel passiert in diesem Jahr, mache ich doch so einen kleinen Jahresrückblick. Was ist bei mir im Privat passiert, mit mir selber, an meiner Person? Was ist mit meinem Kanal passiert? Wie geht's damit überhaupt weiter? Einfach, dass wir mal so auf dem neuesten Stand sind. Was ist geplant? Was ist passiert? Und wie geht's mir dabei eigentlich so? Ja, hab mir sogar schon eine kleine Liste wieder gemacht. Was ist denn alles passiert jetzt dieses Jahr 2020? Als das losging, dachte man ja, boah, 2020, 2020, das wird ein Jahr der Jahre, ja. Ist es auch leider geworden. Der Anfang war zwar ganz schön, aber was war es Ende März hin, Anfang April? Da ging ja die ganze Sache schief, mit der Pandemie, die dann um die ganze Welt ging, wo wir ja dann unser ganzes Leben danach stellen durften, ja. Und ich rede ja die Sache, ich kann sie ja, glaube ich, wahrscheinlich, ich soll es nicht in den Mund nehmen, also nicht wortwörtlich, aber ich kann es aussprechen, das mit dem Coronavirus, ja. Was ja viele privat und auch auf der Arbeit dann beeinflusst hat, hä. Man darf, vieles musste abgeblasen werden, Events, man durfte im Grunde nur noch raus, wenn es wirklich notwendig war. Man musste viele in der Arbeit verändern, besonders wenn man in sozialen Berufen gearbeitet hat. Was ja bei mir auch der Fall war in der Kita. Sich erstmal darauf einzustellen, puh, das war schwierig. Aber dazu hatte ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Hä? Ich habe ja dieses Jahr auch mit Podcasts angefangen, wo ich mir dachte, hey, ich mache das ja sowieso schon bei meinen Videos an sich, dass ich gewisse Themen anspreche. Wieso widme ich nicht einfach mal ganze Videos dafür, für gewisse Themen? Und da hatte ich ja auch schon mal angesprochen, wenn man die richtigen Leute im Leben hat, dann kann man auch solche Situationen bewältigen. Und die Leute in der Arbeit und auch privat haben mir wirklich geholfen, diese Situation zu bewältigen. Natürlich war es immer noch schwer gewesen, aber es war nicht so schwer, als wenn ich jetzt ganz alleine für mich gewesen wäre, ja? Hä? Und leider hat sich ja dann das mit meiner Arbeit ja verändert. Habe ich ja auch schon erzählt, dass ja ich leider nicht weiter beschäftigt werden konnte, weil halt Kinder sind in der Kita dann in die Schule gekommen, wurden abgemeldet. Daher konnten sie leider nicht so viele Leute dann wieder beschäftigen. Durfte ich meine neue Arbeitsstelle suchen. Hat aber ja zum Glück schnell geklappt. Sogar innerhalb der Sommerferien hatte ich dann ein Bewerbungsgespräch gehabt. Und dann darauf hieß es, jawohl, wir freuen uns auf Sie, Sie können am September dann bei uns anfangen. War ich dann auch schon mal, hatte ich wieder eine Sicherheit, wo ich dafür mal ja auch einen ganzen Kopf gemacht habe. Jetzt höre ich dann mit der Arbeit auf. Was ist, wenn ich dann jetzt da einfach weggehe? Lasse ich dann einfach im Stich, weil ich würde ja gern weiterarbeiten, aber es geht ja nicht rechtlich. Hatte ich mir auch wieder so einen Kopf gemacht. Das ist auch so eine Sache, das ist bei mir geblieben. Ich mache mir immer so einen Kopf aus Sachen. Wie wird das weitergehen? Ich habe keine Ahnung, es steht doch in den Sternen geschrieben. Ja? Aber jetzt, das sind jetzt, was war das? September, Oktober, November, Dezember, auch wieder 4 Monate. Also ich bin ja immer noch in meiner Probezeit. Die geht dann bis, glaube ich, bis Februar. Soweit läuft's aber gut. Kolleginnen sind nett. Ich kann meine Arbeit dort gut umsetzen. Die Kinder, ja, na gut, wie es bei Kindern halt so der Fall ist oder bei Menschen. Es gibt welche, mit denen man sich gut versteht. Dann gibt es wieder auch welche, die ein bisschen anstrengender sind. Aber an sich hat man das überall. Natürlich wurde mir da auch immer wieder Feedback gegeben. Jawohl, meine Arbeit allgemein ist gut. Was ich mir nur mehr dann zumuten muss, ist einfach mehr aus mir herausgehen. Das ist immer noch auch eine Schwäche, die ich habe. Ich muss mehr aus mir herausgehen, muss mir mehr zutrauen, wenn ich zum Beispiel was mit den Kindern mache und wenn es einfach nur eine große Bastelarbeit ist zu einem gewissen Thema, ich muss es mir zutrauen. Ja, das ist das, was mir dann auch die Gruppenleitung gesagt hat. Eine Bitte, ja, geh doch mal einfach ein bisschen mehr Eigeninitiative zeigen. Und ich denke mir halt immer, wenn ich das genauso machen würde wie hier mit meinen Videos, dann wird es auf jeden Fall besser laufen. Ja, also dieses Jahr habe ich halt wirklich auch viel über mich gelernt, vieles, was ich schon wusste, viel, was ich schon jetzt über mich herausgefunden habe, zum Beispiel Ungewissheit. Ungewissheit mag ich überhaupt nicht, wenn ich nicht weiß, wie etwas werden kann, ob das vielleicht Probleme für mich dann verursacht oder für andere.
Das mag ich überhaupt nicht, weil das ist etwas. Ich bin eine hilfsbereite Person, ja. Auch wenn ich eine Person vielleicht nur ein bisschen kenne oder nur wenig kenne. Und wenn es dieser Person schlecht geht, dann möchte ich versuchen, was in meiner Macht steht, zu tun, um ihr zu helfen, weil ich genauso möchte, dass man mir hilft, weil ich, genauso wie ich hilfsbereit bin, bin ich auch hilfsbedürftig, weil es halt noch viele Sachen gibt, wo ich wenig Erfahrung habe oder wo ich mich nicht viel damit beschäftige. Zum Beispiel hilft mir mein Vater sehr viel, was Sachen angeht, die mit der Bank zu tun haben, so Geldgeschäfte oder Sachen, die mit der Arbeit zu tun haben, das Ausfüllen von Dokumenten. Also wenn ich da meinen Papa nicht hätte, ja, dann hätte ich wirklich Probleme, hier über dem Wasser zu bleiben. Blablabla, würde ich untergehen wie ein Stein. Hm? Dann würde die Titanic hier alles daneben aussehen, so wie ich untergehe. Hm? Ja, Moment, gerade wieder den Faden. Nochmal den Faden finden. Was möchte ich erzählen? Genau, also. Wovon hatte ich es gerade? Genau, über mich selber. Was ich herausgefunden habe. Genau, Ungewissheiten mag ich gar nicht. Ich bin hilfsbereit. Es kann eine Stärke sein, es kann aber auch eine Schwäche sein, wenn ich es nämlich allen Leuten immer recht machen will. Und da habe ich ja immer noch hier die Karte mit diesem Spruch an meiner Wand hängen von meiner damaligen Arbeitskollegin. Der Spruch lautet, immer alles richtig machen, soweit kommt's noch. Hm? Wo wir uns nämlich auch immer wieder drüber ausgetauscht haben, weil wir ja am Ende, bevor ich dann da weggegangen bin, hatten wir die Leitung von einer Kindergartengruppe übernommen, weil die Vorschulkindgruppe von denen da betreut worden ist, ja, also wir mussten da so sagen, waren die Ersatzleitung, ich hatte halbwegs was mit der Gruppe zu tun, weil ich da jetzt Springer tätig war, die eine war dann neu gewesen, die war dann auch erst nach der Zeit, wo dann die Kinder wieder kamen, hatten wir uns halt kennengelernt, hatten dann uns da reingearbeitet und da hatten wir auch immer wieder übereinander geredet, was wir da für Sorgen haben, was wir da für Hoffnungen und Wünsche haben für die Arbeit, für unsere Arbeit, für die Zukunft. Und da hat sie mir das auf den Weg gegeben, ja? Da hat sie mir das auf den Weg gegeben, wo ich mir denke, das muss mir wirklich immer mehr zu Herzen nehmen, weil wenn ich es zwar anderen recht mache, ich mich aber selber dabei nicht wohlfühle, dann mache ich was falsch. Wenn ich was mache, dann muss ich mich dabei wohlfühlen und wenn ich dabei anderen noch etwas Gutes tue, umso besser, ja. Und das ist nämlich auch ein Thema, was ich ansprechen möchte, ist wegen meinem Kanal. Etwas, was ich ja jetzt die letzten Monate gemacht habe, ist, ich habe viel mehr Spiele gespielt, habe auch viel mehr Projekte am Laufen, wo ich auch mal hin und her wechsel und abwechsel. Weil etwas, was ich auch über mich gelernt habe, ist, meine Persönlichkeit in der ganzen Zeit, wo ich halt daheim war, wo ich nicht viel raus konnte, gut, habe ich vorher auch nicht gemacht. Da war es aber halt meine eigene Entscheidung. Jetzt durch diese Situationsveränderung konnte man das ja im Grunde nicht. Also wurde mir da die Entscheidung wieder genommen. Etwas, was mir wichtig ist, ist, dass ich irgendwie eine Beschäftigung habe, ja. Ob es nun in der Arbeit ist oder auch privat. Ich kann immer wieder das Gleiche tun, wenn ich zum Beispiel immer wieder das Gleiche esse. Ja, also ich mache da gerade Vergleiche, wenn ich immer wieder das Gleiche esse, gut, kann ich machen, wenn es mir schmeckt. Ich kann auch die verschiedenen Aufgaben immer wieder machen in der Arbeit, zum Beispiel das Spiel und das Spiel oder diese Aufgaben, diese Beschäftigung machen mit den Kindern. Oder auch privat, wenn ich da halt verschiedene Aufgaben habe, zum Beispiel ich muss das erledigen, ich muss das wegbringen und so weiter. Aber was mir wichtig ist, Abwechslung. Wenn ich immer nur wieder das Gleiche mache, verfalle ich in so einen Trott und dann denke ich mir, nicht das schon wieder, bitte nicht das schon wieder. Genauso wie beim Essen, ach, das schon wieder auf dem Teller, ach, bitte, das kommt mir schon aus den Ohren raus. Wenn man aber rumexperimentiert mit dem Essen, ja, dann kommt da wieder was Neues raus. Da, apropos, kleiner Hinweis, kleiner Geheimtipp vom Chovo, da habe ich mir auch noch einen Podcast überlegt zum Thema Essen. Seien Sie drauf gespannt, wird irgendwann im nächsten Jahr kommen, das ist ja der Punkt. Podcast möchte ich immer machen, wenn ich Lust und Laune dazu habe. Daher nicht so häufig damit darauf hoffen, dass da was kommt. Es kommt einfach, wenn was kommt, ja. Genauso in der Arbeit, wenn ich immer wieder eine gleiche Beschäftigung mache. Zum Beispiel mache ich jetzt in meiner neuen Arbeitsstelle den Deutschvorkurs mit einer kleinen Gruppe von Kindern. Das heißt, für die Sprachförderung mache ich verschiedene Angebote. Es kann ein Spiel sein, es kann was mit Geschichten sein, Musik, Bastelarbeiten und so weiter. Da habe ich zwar auch immer das Gleiche, aber ich kann mir überlegen,
Was möchte ich denn machen mit den Kindern? Wie möchte ich das umsetzen? Und da ist mein Gehirn am Arbeiten. Da denke ich mir, oh, das könnte den Kindern gut gefallen. Da können sie Spaß haben. Dabei habe ich Spaß, wenn ich zum Beispiel hier eine Klanggeschichte mache zum Thema Dschungel, wo wir auf Safari gehen und da sind die Tiere, die trommeln und schrillen durch den Wald. Sowas habe ich Freude dran. Sowas habe ich Freude dran. Und da denke ich, sowas sollte ich auch privat machen, ja? Weil das Let's Playen ist ein Hobby, was ich habe. Dabei kreiere ich etwas. Ich könnte die Spiele natürlich nur für mich alleine spielen. Ich habe ja immer noch Spiele, die ich privat für mich spiele. Aber ich merke, bei gewissen Spielen, die ich vielleicht auch bekannter machen möchte, wie bei den Wellgames-Spielen oder Spiele, die kaum jemand kennt, da biete ich ihnen etwas Neues, etwas, was sie noch nicht kennen. Etwas, was ich noch nicht kenne, wo ich vielleicht da meinen Spaß habe, wo ich mir denke, oh, hier ein Spiel, ein Strategiespiel über Ritter und übers Altertum. Hey, das ist ja ein Thema, das finde ich ja ganz interessant, da möchte ich mehr drüber lernen. Und haha, der Kodex, der Ehrenkodex der Ritter und so weiter, wenn ich hier zum Beispiel Wellgames und Knight in Conquest als Beispiel nehme, ja. Was wollt ihr sagen, wo wollte ich jetzt genau? Genau, Abwechslung, ja. Deshalb hatte ich mir jetzt überlegt, ich hatte ja viele neue Spiele gespielt, hatte mir zum Beispiel auch ein Ziel gesetzt, hey, ich spiele gerne Super Smash Bros., dieses Crossover-Spiel mit verschiedenen Nintendo-Charakteren, wo auch andere Spielereien dabei sind. Ich könnte mir so eine kleine Aufgabe machen für die Zukunft, dass ich aus mindestens jeder Spielreihe ein Spiel durchspiele oder zumindest anspiele. Donkey Kong Country hatte ich gespielt, Mario, Castlevania, wo bitte auch noch ein paar interessante Spiele wo ich ein Auge drauf geworfen habe. Und ich hatte auch in diesem Jahr mit einem Zelda-Spiel angefangen, also The Legend of Zelda, Link to the Past. Ich wollte einfach mal so ein Spiel kennenlernen, ja. Am Anfang fand ich es auch wirklich interessant. Wobei ich aber jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Projekt weiter auf meinem Kanal läuft, ja. Nicht falsch verstehen. An alle Legend of Zelda Fans. Ich sage nicht, das Spiel macht keinen Spaß. Es macht auf jeden Fall Laune. Aber wenn ich mir halt denke, das ist ja wieder meine persönliche Sache, wenn ich weiß, oh, ich muss wieder ein paar neue Videos aufnehmen, ich möchte was für meinen Kanal machen, aber sehe, ich nehme wieder dieses Spiel auf, dann, und es fehlt mir die Motivation, da weiterzumachen, dann muss ich, glaube ich, selber für mich auch entscheiden, vielleicht ist es Zeit, doch ein anderes Spiel zu machen oder vielleicht darauf wieder zurückzukommen, weil es wäre nicht das erste Mal, dass ich ein Spiel abgebrochen habe oder es halt später fortgesetzt habe. Weil was ich ja sogar gemacht habe, ist dieses Jahr und auch schon letztes Jahr, dass ich Spiele nochmal neu gespielt habe, ein Replay gemacht habe. Ich kannte das Spiel bereits, hatte aber wieder Lust drauf bekommen. Und ich glaube, so wie ich auch in meinem privaten Leben oder auch in der Arbeit oder bei allgemeinen Sachen sag, hey, ich brauche Abwechslung, ich mag es zwar, ja, aber ich möchte etwas Neues erleben. So muss ich das auch mit den Let's Plays anhaben, natürlich. Ich mache etwas für die Leute, ich tue das rausstellen. Hey, ihr wollt euch was anschauen, ihr habt Langeweile, bitteschön, hier sind ein paar Videos für euch. Aber ich muss ja selber auch mit diesen Videos hier, mit diesen Videospielen dann, muss mich ja drauf freuen, muss sagen, ja, ich habe jetzt Lust drauf, ich habe Interesse daran, diese Spiele zu spielen, ob sie nun komplett neu für mich sind, ja, ob ich nun Interesse dran habe, wie es zum Beispiel bei Pokémon Uranium der Fall war, oder ob ich diese Spiele halt mehr an den Mann und die Frau bringen möchte, wie die Wellgames Spiele. Es muss einen Grund, es muss eine Motivation für mich geben, und wenn ich halt sage, nach so und so viel Parts, gut, jetzt habe ich einiges gesehen, jetzt habe ich aber doch Lust, was anderes zu machen, dann sollte ich mir nicht wieder zu sehr in den Kopf machen und sagen, oh, was ist aber, wenn jetzt Leute dieses Projekt wirklich gern gemocht haben? Tja, dann leider müssen die halt dann drauf warten, falls ich wieder damit weitermache. Oder vielleicht ist das neue Projekt, was stattdessen dann kommt, wieder was für sie, weil ich habe allerlei Spiele auf dem Plan, auf die ich Lust habe, die mir Leute empfohlen haben, also ich werde weiterhin mit diesem Kanal weitermachen. Es ist wirklich mein Hobby. Ich verdiene kein Geld damit. Damit habe ich ja mein Einkommen bei der Arbeit. Und es ist auch eine gute Sache. Ich habe mein Privatleben, mein Arbeitsleben und mein Hobby einigermaßen getrennt. Natürlich tut hier und dort etwas reinfließen. Ja, es tut etwas übereinander. Also es ist irgendwo immer ein bisschen miteinander verbunden.
aber im weitesten Sinne ist es getrennt. Ja. Und wenn ich halt sage, okay, ich möchte jetzt das Spiel spielen, ich möchte Abwechslung haben, dann bringe ich das. Ich habe ja natürlich genauso die Macht, ich habe die Macht in der Hand zu sagen, hey, zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht möchte ich das Spiel doch fertig machen. Dann wird es wieder rausgeholt aus der Kiste. Ich habe ja alles da. Hä? Und das ist etwas, was denke ich, für alle Leute in dieser Zeit, in diesem Jahr wichtig war. Einfach, dass wir dranbleiben. Wir haben unser alltägliches Leben nicht mehr so unter Kontrolle, wie es vorher der Fall war. Viele Vorschriften, worauf muss man achten? Jetzt zur Zeit haben wir dann auch wieder diesen bundesweiten Lockdown mit, oh, du darfst nur bis zu der und der Zeit auch draußen unterwegs sein, aber auch nur in dringenden Fällen, was Familien, Treffen angeht und so weiter. Wo ich ja auch hoffe, dass es nächstes Jahr einfach besser wird, dass das dann ein bisschen lockerer wird. Natürlich müssen wir aufeinander aufpassen, ja, damit es nicht zu so vielen Krankheitsfällen kommt oder auch Todesfällen. Aber wenn man halt zu lange immer nur das Gleiche macht, dann wird man auch wahnsinnig, wird man verrückt. Und deshalb möchte ich auch diesen Kanal auf jeden Fall weiterhin betreiben. Nicht nur, weil nächstes Jahr, ich habe es mir extra aufgeschrieben, am 20. August 2021 wird es mein 10-jähriges Jubiläum sein. Ja, da wird eins kommen, also nicht das, seitdem mein Kanal existiert, sondern seitdem ich Let's Plays mache. Ich hatte ja damals angefangen, das könnte ich gleich noch mal rausholen aus der Kramskiste, Moment. Aha. Damals hat es ja angefangen, bei dem Abschlussstreich, als ich auf der Realschule war, hat mir allerlei Spiele gespielt. Das Video, zwei Videos, eins davon ist glaube ich ist auch noch auf meinem Kanal, wo ich ein Tanzspiel geleitet habe. Das heißt, ich habe Musik abgespielt, habe mir eine eigene Tanzchoreografie dazu überlegt. Wir haben ein paar Leute aus dem Publikum genommen, also von den anderen Schülern, und wir haben versucht, es so gut wie möglich hier mit nachzutanzen. Hier einfach Lust und Laune. Yeah, wir haben Spaß bei der Sache. Boom, schakalaka. Super. Das habe ich auf meinem Kanal gestellt und dachte mir, hey, damit mache ich weiter. Ich überlege mir eigene Tanzchoreografien und stelle die ins Internet. Aber natürlich, was YouTube und Musikrechte angeht, da ist es halt problematisch, wer sich das anschauen kann. Was ein bisschen leichter fiel, waren Let's Plays und Videospiele. Und da ich ja damals durch Funk Royal, auch ein deutscher Let's Player, ja auf Let's Plays überhaupt aufmerksam geworden bin, hat es das Ganze ja in die Wege geleitet, wo ich gesehen habe, ey, Videospiele spielen und dabei halt Witze machen, darauf reagieren, vielleicht was Neues lernen, weil das Spiele tun ja auch immer was vermitteln. Das klingt doch interessant und ich habe schnell Freude dran bekommen. Deshalb für dieses Jahr habe ich mir auf jeden Fall etwas geplant fürs Jubiläums-Special. Aber ich sage gleich, nichts zu Großes erwarten. Ich sag mal so viel, es wird etwas sein, was die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet. Und auch ein bisschen mit der Zukunft. Das ist schon ein kleiner Hinweis. Da können Sie nun natürlich spekulieren. Was soll das bedeuten? Jovo, das Orakel, was sprichst du hier für geheimnisvolle Worte? Lassen Sie sich überraschen. Ja, also das ist nicht der einzige Grund, warum ich natürlich weitermachen möchte, sondern so wie ich halt für mich diese Spiele spiele, diese Videos mache, es ist im Prinzip, und das sage ich in Anführungsstrichen, eine Art Therapie für mich selber. Ja, ich bin mehr der Einzelgänger. Natürlich, ich kann mit anderen interagieren. Aber ich bin irgendwie mehr so der Typ, ich mag euch Leute. Ja, ich mag euch wirklich. Aber ich brauche halt auch wirklich Zeit für mich selbst. Also, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich bin Teil Introvert. Also, introvertierter, also jemand, der sich nicht so lange auch hier auf andere einlassen kann. Kann nun sein, dass ich da natürlich jetzt auch übertreibe. Wie gesagt, zum kleinen Teil bin ich's, wo ich wirklich sage, hey, Familienfall ja schön und gut, aber irgendwann ist der Akku auch wieder leer und dann brauche ich wieder meine Alleinzeit. Vielleicht geht's mir auch so, weil ich einfach auch in der Arbeit viel mit anderen Menschen, mit anderen Kindern zu tun habe und dann denke ich mir, ich komme nach Hause, boah, jetzt will ich nur noch Zeit für mich selber haben, alles klar, ich rede nochmal mit dem Papa, wie war dein Tag, war mein Tag, was steht an, hey, da ruft die Oma an oder der Bruder, hey, es steht wieder was an, kannst du kommen, kannst du helfen, natürlich, gerne, und dann wieder am Abend rein ins Kämmerlein und
meine Sache. Jeder verbringt seine Zeit so, wie es ist. Mein Vater tut mir natürlich immer wieder darauf ansprechen, hey, wir können auch Tagesausflüge machen, wenn es die Situation zulässt. Einfach mal rausgehen, weil immer nur zu Hause sitzen ist auch für ihn langweilig. Einfach wieder versuchen, die Mischung zu finden. Ich muss mir selber treu bleiben. Ich weiß, wie ich bin. Aber ich sollte auch offen sein für Neues. Ja, sonst ist das Leben einfach irgendwann langweilig und fade. Wie beim Essen. Dann muss ich neue Gewürze dazu, was Neues reinprobieren. Oh lala, und dann schmeckt das wieder gut. Genau, darauf wollte ich. Das habe ich erzählt. Ich tue auch immer so schnell abschweifen, ja. Das ist der Punkt. Wenn ich Videos mache, erzähle ich viel darüber, was gerade bei mir vor sich geht. Ich achte natürlich drauf, dass ich halt Schweigepflicht und so einhalte, also dass ich nicht zu wichtige Informationen verrate. So ein bisschen kann ich was erzählen, aber vieles ist meistens einfach nur, was geht mir gerade durch den Kopf, meine Gedanken, meine Emotionen. Und einfach, dass ich drüber rede. Ich weiß ja nicht mal, wer sich das alles anschaut. Manchmal fällt mir das leichter, so darüber zu reden. Und vielleicht kriege ich sogar ein Feedback zurück, als wenn ich vielleicht mit einer Person drüber rede, die das vielleicht nicht so nachvollziehen kann. Ich meine, ich habe meine Familie, ich habe meine Leute. Manchmal rede ich da dann auch darüber, was mir auf dem Herzen liegt, was mir im Kopf rumschwirrt. Manchmal hilft es aber auch einfach, wirklich nur drüber zu reden. Es irgendwie aufzunehmen. Und vielleicht sogar später dann nochmal anzuhören und sich zu denken, ist das immer noch so? Oder hat sich was verändert? Und deshalb sind dieses Aufnehmen ist meine Therapie an mir selber, dass ich einfach alles rausschaffe, was mir auf der Seele liegt. Und wenn es auch einfach nur meine verrückte Art ist. Natürlich in der Arbeit hier ein bisschen seriös. Mit den Kindern natürlich ein bisschen wie Witze machen, Quatsch machen, aber zum Beispiel gegenüber den Eltern oder andere Sachen. Aha, natürlich, wir machen unser Bestes hier. Alter, aber auch natürlich freundlich und dann zu Hause wieder hier bei dem Video so, ey, Alter, wie geht's denn so? Ey, bababababam, hier ist wieder Action, hier ist wieder was los, Horror, da ist Monster, ah! Da lasse ich mehr raus. Und dann fühle ich mich auch immer, jetzt habe ich mal wieder meine ganze blöde Art rausgelassen. Ja, gut, es ist in Videos aufgenommen, es können sich Leute anschauen, die denken sich auch wieder, was für ein Depp, ich heiße nicht Johnny. Aber es tut gut. Es tut gut, es einfach alles rauszulassen, weil genauso wie bei Wut, wenn man das immer nur anstaut, irgendwann tut's weh. Und etwas, was mir auch ein bisschen fehlt, in dieser Zeit, wo man ja auf den Körperkontakt achten muss und ein bisschen hier, einfach mal jemand, der sagt, hey, du hast es gut gemacht, du hast etwas Gutes gemacht, hat mir Spaß gemacht. Und ich weiß immer noch, ja, ich habe zwar eine hohe Abonnentenzahl bei meinem Kanal stehen, es schauen sich eher nur eine Handvoll Leute das überhaupt an. Aber trotzdem, wenn ich sehe, hey, und zum Beispiel auch unter den letzten Videos habe ich immer wieder ein paar mehr Daumen hochs gesehen, wo ich mir denke, jawohl, ich hatte Spaß, dieses Video zu machen. Andere Leute hatten Spaß, sich das Video anzuschauen. Ich habe anderen eine Freude gemacht. Das macht mir auch eine Freude. Dann fühle ich mich besser. Ich habe was geschafft. Denn ich bin auch der Typ, ich möchte etwas leisten. Nicht nur für mich selber sein, ich kann Sachen und die kann ich auch für andere einsetzen. Etwas für die Welt tun, für die anderen Leute. Wie oft ich auch bei den Eltern in meiner Arbeit höre, hey, mein Kind erzählt immer so schöne Sachen, es hat Spaß in der Kita oder so, der Kindergarten, je nachdem, wie wir das für die Kinder benennen. Hä? Oder auch die Eltern sagen auch, wir finden es klasse, wie ihr die Stellung haltet, wie ihr zum Beispiel auch dann wir haben dann auch eine Notbetreuung jetzt angeboten, das heißt, für die Eltern, wo es wirklich notwendig ist, da durfte das Kind kommen und wir haben es betreut. Wenn da Eltern sagen, oder auch die Kinder, sie finden es klasse, was wir machen, sie haben Spaß, zur Kita zu kommen, wie wir unsere Arbeit machen, das tut einfach nur im Herzen gut. Zu wissen, diese Arbeit, diese Leistung, die man bringt, wird von anderen wertgeschätzt, wird respektiert und sie finden es gut. Und ich finde, das ist etwas, was man wirklich mehr auch im Alltag machen sollte. Einfach, wenn es nur, es muss auch gar nicht sein, einfach nur eine kleine Geste, einfach nur eine kleine Aussage, hey, weißt du was, Dankeschön, du hast mir wirklich geholfen, dass man weiß, ja, ich habe was getan. Hä? Uns allen geht's zurzeit nicht so gut. Welchen mehr, welchen weniger. Und wenn man trotzdem jedermann etwas Gutes zukommen lässt,
dann helfen wir uns alle sehr durch diese Situation. Jeder macht es auf seine Art. Welche, die machen hier kleine Geschenke, zum Beispiel basteln hier den Mund-Nasenschutz für eine ganze Kita-Gruppe. Andere, die machen hier zum Beispiel vielleicht sauber draußen, damit alles schön aussieht. Welche machen verrückte Videos, über die die Leute lachen können. Jeder macht auf seine Art den Tag für andere ein bisschen besser. Ja. Und eine Sache, wo der da muss ich selber drüber lachen, wo der Basti mich drum gebeten hat, ich soll eine kleine Empfehlung machen, nämlich für, das hat sich ja auch verändert, was man öfters jetzt in Videos sieht, beziehungsweise immer dann, wenn ich was mit Facecam mache, ich habe diese eine UVC-Brille, also so eine Art Computerbrille. Wenn man viel am Computer arbeitet, viel vom Bildschirm, wie erkläre ich das nochmal, und der Bildschirm sendet ja dieses Blaulicht aus, es kann anstrengend für die Augen sein, dass man zum Beispiel, und das kann Auswirkungen haben, dass die Augen dann leicht trocken werden, dass man gereizt ist, dass man nicht so gut schlafen kann, und seitdem ich diese Brille habe, ich würde sagen, es hat geholfen. Also zum Beispiel, dass ich nicht mich immer so hin und her wälzen muss, dass ich abends auch eher mal müde bin. Ich werde also hoffentlich dran denken, dass ich einen Link dazu in die Videobeschreibung setze. Falls Sie nämlich Lust und Interesse haben, sich auch so eine Brille zu holen, können Sie das gerne machen. Ich habe mir das einfach über Amazon bestellt. Ist gar nicht teuer. War schnell geliefert, ich glaube nach einer Woche. Und dann, wenn Sie halt wissen, hey, ich mache viel am Computer, ob es nun in meiner Freizeit ist oder für die Arbeit und Sie möchten Ihre Augen ein bisschen schonen, dann machen Sie das. Ich werde nicht bezahlt, um das jetzt zu sagen, sondern ich möchte es sagen, weil ich es selber gut finde. Ja? Ich sehe genug YouTuber, die halt bezahlte Werbung machen. Ich sage das jetzt nicht, weil ich bezahlt werde. Würde ich es machen, wenn ich bezahlt werden würde? Nö, ich glaube nicht. Weil ich möchte da jetzt nichts verbinden. Ich sage es wirklich einfach nur, weil ich es selber gut finde und ich möchte es empfehlen, weil auch jemand gesagt hat, hey, ich fände es super, wenn du es empfehlen würdest. Ja, auch so ein Punkt. Wenn andere hier eine Bitte haben, versucht sie euch doch mal anzuhören. Vielleicht könnt ihr sie umsetzen, wenn ihr damit selbst dann auch zufrieden seid. Ansonsten lasst ihr es sein und sagt halt, tut mir leid, ich kann es nicht machen, sonst wäre ich selber nicht zufrieden. Ja. Und das war ja das Jahr 2020. Vieles passiert, viel hat sich verändert, vieles ist gleich geblieben, einiges sollten wir uns wieder in Erinnerung rufen. Ganz klar, hey, wir sitzen alle im selben Boot, wir können uns gegenseitig helfen und wenn es nur kleine Gesten sind, kleine Mimiken, hey, ein kleines Zwinkern, hey, weißt du was, super Job, schön, dass du da bist, ich freue mich drauf, ja. Hä? Kann jeder was davon haben. Wie jetzt 2021 wird, das weiß niemand. Nicht mal, wir wissen ja nicht mehr, wie lange das dann so weitergeht jetzt mit dem derzeitigen Lockdown. Mich tut's nicht so viel betreffen, aber viele tut's betreffen, viele sind davon betroffen, die sich denken, ey, das macht mein Leben ein bisschen schwerer. Dafür sind andere da, um ein bisschen die Last hier von den Schultern zu nehmen, bevor du zusammenbrichst. Ja, ob nun Freunde, Verwandte, Nachbarn, Arbeitskolleginnen und Kollegen, andere Familien, wir sind alle da, wir sind die Menschheit. Wir haben so lange überlebt, weil die Menschheit zusammenarbeitet. Weniger Krieg, mehr Liebe. Was haben Kriege geschafft? Das ist wieder ein Thema für ein anderes Video. Krieg, brauchen wir sowas? Nö. Mehr Zusammenarbeit, mehr Kooperation brauchen wir, jawohl. Was das nächste Jahr für uns bereithält? Keine Ahnung. Aber egal, was für eine Herausforderung ist, wir werden es auch wieder schaffen. Ich versuche das gerade noch in Erinnerung zu rufen. Ich hatte nämlich von einer Freundin der Familie, früher, kann ich auch mal kurz erzählen, früher habe ich immer gedacht, das wäre meine Tante. Einmal, als wir unterwegs waren, habe ich die dann so vorgestellt und dann hat mein Vater gesagt, nee, sie ist gar nicht deine Tante, sie ist die Cousine deiner Mutter. Also, könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, wenn diese Person, es war eine Frau, die Cousine meiner Mutter ist, ist die in irgendeinem Grad mit mir verwandt, ist sie dann die Großtante? Ich sage wahrscheinlich, würde trotzdem einfach weiterhin Tante sagen, wenn ich was erkläre, weil für mich ist sie wie die Tante, ja? Von der hatte ich ein Geschenk bekommen, und zwar einen Kalender für dieses Jahr, wo für jede Woche ein neuer Spruch drauf stand, etwas Motivierendes, etwas mit Erklärung, und für die letzte Woche hieß es, ich versuche mich gerade zu erinnern. Wenn jeder nur ein Licht hat,
was einem den Tag erhält, wenn jemand nur eine Hand hat, die ihm hilft. Irgend sowas in der Richtung. Also, um es zusammenzufassen, wenn man einfach nur eine Person im Leben hat, die einem irgendwie hilft, die einem Hoffnung gibt, die einem Halt gibt, die einem Licht ins Dunkeln bringt. Das kann schon das Leben leichter machen. Wenn wir versuchen, wenn es auch nur für eine andere Person ist, dass man dieses Licht ist, dann erhellen wir sehr viele Leben, erhalten wir sehr viele Leben. Wir haben so lange überlebt. Dieses Problem, was wir im Moment haben, werden wir auch noch irgendwie unter Kontrolle kriegen. Leider sind Opfer, sind welche daran zum Opfer gefallen. Aber trotzdem sollten wir uns nicht entmutigen lassen. 2020 war jetzt nicht das ideale Jahr. Viele werden es wahrscheinlich gerne vergessen wollen. Das Leben geht aber trotzdem weiter. Auch wenn man in den Dreck fällt, aufstehen, Staub abklopfen, weitermachen. Wenn wir uns immer nur auf das Negative konzentrieren, dann bleiben wir negativ. Wenn wir das Negative akzeptieren, uns aber auch sehr aufs Positive konzentrieren, dann bleiben wir auch mehr positiv. Das habe ich auch schon mal in einem Video gebracht, hä? Das ist beides, gut und böse, schlecht und gut. Gehört alles ins Leben rein. Gut, wieder eine gute halbe Stunde ausgefüllt, wieder ein bisschen hier Motivation gebracht. Ich hoffe, ich konnte Sie, meine Damen und Herren, liebe Buben und Mädchen, das ist auch etwas, was sich bei mir nie ändert. Manchmal duze ich Sie, manchmal sieze ich Sie. Ich spreche wirklich alle Leute an, welche, die ich schon mehr kenne, die ich eher kennengelernt habe, zum Beispiel auch über YouTube. Da hatte ich auch meine Internetfreunde gehabt. Das kann auch helfen. Besonders, wenn man die Person gerade nicht persönlich treffen kann. Aber ich wollte auch mal in den Raum gestellt haben, wenn es mal die Möglichkeit gäbe, euch zu treffen. Dich zum Beispiel, lieber Basti. Damit ich mir das mache. Jawohl, und dann erstmal hier richtig Pro-Hack her. Weil ich habe so viele gute Leute kennengelernt. Ich kenne gute Leute in meinem richtigen Leben, auch in meinem Internetleben. Also welche, die ich nur so über Kommunikationsmöglichkeiten kennengelernt habe. Hat auch schon viel getan. Wobei ich, genau, deshalb tue ich manchmal duzen, manchmal tue ich siezen. Ich habe Respekt, ich bin auch offen. I'm the best of both worlds. War das jetzt meine Cyrus oder Ariel, die kleine Meerjungfrau? Irgendwas von Disney, sicherlich. Ja, wenn ich sie irgendwie motivieren konnte, wenn ich ihren Tag ein bisschen besser machen konnte, dann freut es mich. Dann könntest du mich das gerne wissen lassen. Wir können uns gerne weiter in den Kommentaren unterhalten. Was war Ihr schönster Moment in diesem Jahr? Was war vielleicht Ihr nicht so schönster Moment, wenn Sie darüber reden möchten? Ja, wie haben Sie das Beste draus gemacht? Wie haben Sie das überwältigt? Kann man sich so gegenseitig ein bisschen weiterhelfen hier? Immer hier Feedback geben, Informationen geben. Hey, ich habe ein Problem. Hast du eine Lösung? Ja klar, kannst du mir dabei helfen? Natürlich hier, Kooperation ist das Schlüsselwort, was alles verbindet. Ja, Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr steht bevor, wir können dieses Jahr leider auch nicht viel hier feiern, da wurde ja gesagt, hier leises Silvester, wie war das, was habe ich gelesen, in München wird vorgeschlagen, einfach Lichter an, aus, Disco, 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 umschakalaka, um das Feuerwerk zu, um das nachzumachen, aber trotzdem, man braucht nicht viel immer Feuerwerk und viel Krach und Ballaballa, solange man mit den Leuten, die einem viel bedeuten, die man gerne hat, diese Zeit verbringen kann und den nächsten Schritt ins neue Jahr macht, ist es doch auch was Schönes. Und das wünsche ich auch Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, eine schöne Zeit jetzt am Ende dieses Jahres für das kommende, komplett neue Jahr. Nehmen Sie sich Ziele vor, seien Sie nicht so enttäuscht, wenn es vielleicht nicht sofort klappt. Sie werden es sicher irgendwie hinkriegen. Ansonsten probieren Sie was Neues aus. Das Leben wird es Ihnen verzeihen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns wieder mit vielen neuen Sachen, vielen alten Sachen, so Mischmasch. Werde ich immer noch komisch sein? Ja. Werde ich immer noch offen sein? Ja. Poetisch? Ja. Einfach alles, was der Juvo in sich trägt? Ja. Die ganze Packung für groß und klein, für dick und dünn, alt und jung? Ja. Für jeden was dabei. I'm loving it. Ja, ich werde schon wieder komisch. Das Video muss beendet werden. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ihr 93 Joro, I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.